Fehlende Medikamente, ausbleibende Fahrzeugteile. Die anfänglichen Sorgen der Corona-Pandemie richteten sich vor allem auf die Instabilität von internationalen Lieferketten. Politiker forderten schnell Rückverlagerungen von Produktionen, Ökonomen hingegen waren weniger erfreut, das Rad der Globalisierung zurückzudrehen. Ein nüchterner Blick auf die Lage soll den Blick schärfen, welche Konsequenzen die Corona-Pandemie auf die Globalisierung haben wird und welche Kratzer die Weltwirtschaft schon zuvor hatte. Damit herzlich willkommen zum heutigen Research Direkt. Dass die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zu einem Wendepunkt der Globalisierung wird, scheint eher unwahrscheinlich. Denn die Begeisterung für einen weltweit unbeschränkten Waren- und Kapitalverkehr ist schon länger einer Ernüchterung gewichen. Ein Ausdruck hierfür ist, dass der Welthandel seit der Finanzkrise vor rund 10 Jahren nur noch langsam wächst. Dabei von einer Deglobalisierung zu sprechen, wäre jedoch übertrieben. Slowbalisierung. Vom Englischen slow, wie langsam, trifft die Lage wohl besser. Die Ursachen für den Rückgang des Globalisierungstempos sind dabei vielfältig. Ein Grund ist sicherlich auch die in den letzten Jahren skeptischere Haltung der Politik. Nicht erst seit US-Präsident Trump den Handelskonflikt mit China forciert hat, setzt beispielsweise die US-Politik auf den Slogan Buy American. Auch die Digitalisierung hat ihren Anteil. Sie gibt alten Industrieländern neue Chancen. Denn wenn keine teuren Arbeiter mehr im Inland zu bezahlen sind, sondern Roboter zu geringen Kosten die Arbeit übernehmen, warum dann noch im günstigen Ausland produzieren? Die Corona-Pandemie wird diese Entwicklung sicherlich noch verstärken. Nicht zuletzt hat die Ausweitung von Wertschöpfungsketten seit den 1990er Jahren ein Ausmaß erreicht, dessen Steigerung kaum noch möglich ist. Davon auszugehen, dass durch die Corona-Pandemie dies in großem Stil rückgängig gemacht wird, wäre allerdings naiv. Denn gerade die Krise hat gezeigt, dass es für Unternehmen nicht unbedingt klug ist, einzig und allein auf einen Standort zu setzen. Ähnliches galt auch in der Vergangenheit, als vor allem Naturkatastrophen Wertschöpfungsketten anfällig machten. Selbiges gilt allerdings auch für Anleger. Denn wenn sich die Interaktion der Welt verlangsamt, sollten Anleger aus der Heterogenität der Weltregionen Kapital schlagen. Wer dabei über den Tellerrand des heimischen Aktienmarktes blickt, kann dabei langfristig Chancen dort nutzen, wo eine langsamere Globalisierung auch Gewinne hervorbringt. Das können beispielsweise Unternehmen oder ganze Branchen sein, die sich verstärkt auf den Binnenmarkt fokussieren, gerade dort, wo die Wirtschaften noch immer hohes Wachstumspotenzial aufweisen, zum Beispiel in Schwellenländern. Doch notwendig, um daraus mittelfristig eine Mehrrendite zu erzielen, ist dabei die aktivere Selektion. Dagegen werde ich oftmals noch große exportabhängige Unternehmen die dortigen Leitindizes dominieren. Ähnliches gilt aber auch in Europa, wo viele der Börsenschwergewichte noch immer zu den Globalisierungsprofiteuren der vergangenen Jahrzehnte, also der Vergangenheit, gehören. Um auch in Zukunft auf der richtigen Seite zu stehen, kann ein aktives Management des Portfolios früh die notwendigen Leitlinien stellen. Ihnen damit noch einen erfolgreichen Tag.